So Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Stardew Valley im Multiplayer. Yay! Wir sind im Herbst am 15. Tag, nee, am 14. Tag, Entschuldigung. Wir warten die ganze Zeit auf Devadrak. Ja. Denn der Fortschritt wurde gespeichert. Amen. Diese unglaublich schnell der Fortschritt gespeichert. Ja, am PC geht's halt etwas schneller, ne? Ach, Wetterbericht wollte ich gucken. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Oh, Königin der Soßen, heute gibt es ein neues Rezept. Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Forellensuppe. Irgendwas an diesen frisch gefangenen Forellen bringt mich in Fahrt. Vielleicht ist es der feine Geschmack des Flusses. Jedenfalls habe ich heute ein wundervolles Forellensuppenrezept, das ich mit euch teilen werde. Du hast gelernt, wie man Forellensuppe macht. Und das innerhalb braucht man dafür? Von wenigen Minuten. Oh. Oh. Die Ernte ist reif. Ich will nichts sagen, aber Leute, habt ihr gesehen, ich habe gerade da unten einen Kürbis geerntet, während ich hier oben stand, weil der Cursor mal wieder woanders war. Das ist mir früher auch schon mal passiert, also das hat nichts mit der Beta zu tun. Muss dir vorstellen, ich stand oben bei meinen Sweet Jamberries, wollte mit der Sense das Heu ernten und habe dabei Kürbisse geerntet. Na, brauche ich 5 goldene Kürbisse? Ja, habe ich. So, Quality Crops sind fertig. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, den Stall jetzt schon zu bauen oder einfach, ob ich warte, bis du quasi das Geld, was wir jetzt haben, erstmal zum Saatgut kaufen nehmen kannst. Und ich dann quasi das, was wir morgen kann ich trotzdem, kriegen. Ich gehe die Kürbisse direkt bei Pierre verkaufen. So, okay. Aber ich gehe jetzt erstmal trotzdem zum Händler runter. Also ich gehe bisher erstmal nur die goldenen und eventuell die silbernen verkaufen. Aufleveln, yay! Ich bin jetzt Level 9 im Farming. Na Mensch. Gelee, haben wir Gelee schon? Mir die Erfahrungspunkte. Große Ziegenmilch gibt's hier. Ziegenmilch? Groß? Ja. Kaufen. Ja. Und ich überlege da, ob ich das Gelee auch gleich mitnehme oder haben wir schon eine Marmelade? Nee, wir haben weder das eine noch das andere. Wir haben, die sollte ich mal bauen. Ja, dann nehme ich das jetzt mit, dann brauchen wir keine Marmeladenmaschine machen erstmal. Keinen Topf. Fass. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Das eine ist das Fass, aber das andere, das Einmach-Fass-Dings. Schauen wir mal schnell. Fass. Einmachgefäß tatsächlich. Und der andere ist einfach nur das Fass. Ja. Hattest du eine, schön, wie du da hängst mit der Entdeckung. Hast du eine Käsemaschine gebaut? Nein, hab ich nicht. Soll ich dir eine Käsemaschine bauen? Das wäre ganz gut, weil ich kann die nicht bauen. Wir müssen trotzdem noch Ziegen besorgen, weil wir brauchen ja noch den Käse. Wenn alles klappt, so wie ich mir das denke, also du kannst wie gesagt gerne zu Robin gehen. Wenn alles klappt, so wie ich mir das denke, haben wir, oder habe ich Ende des Jahres meine Stufe 10 erreicht fürs Farming. Ja. Dann kannst du nächstes Jahr die ganzen Farmkram machen. Ja, das wird schon. Ich will nur ernten, das kannst du machen. Es war mir so klar, dass du das sagen würdest. Ja, sobald ich Stufe 10 bin mit Fishing, werde ich auch die Crabpots umstellen, dass wir einfach unten am Fluss viel mehr Crabpots haben. Dann kommst du halt bei Fishing auch ziemlich schnell hoch dann. 14.000 und 19.000 kriegen wir jetzt dafür, okay. Wenn das so funktioniert, wie ich das denke. Wir werden jetzt einmal ganz kurz ganz viel Geld machen. Dum, 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 dum. So, ganz viel Geld gemacht, sehe ich schon. So. Hallo Pierre. Ich möchte dir bitte das und das verkaufen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel Seeds ich brauche, ich kaufe mal 100, ich glaube, das sollte reichen. Ich habe der Stall schon gekauft. Ja, ja. Wir haben immer noch 26.000 übrig. Eben. Also wir könnten, wenn wir richtig...
tryharden wollen, könnten wir alles jetzt für diese Seeds ausgeben, aber ich habe keine Lust, das alles zu gießen. Ich werde mal ein bisschen eigentlich angehen. Nicht dahin, ja. Ich muss da oben hingehen. Im zweiten Raum. Ja, ich gehe angeln. So, einmal das Nutzpflanzen-Herbstbundle. Fertig. Nice. Was gab's? Es gab ein Bienenhaus. Ja, super. Honig brauchen wir auch noch. Nutzpflanzenqualität. Bündel komplett. Ein Einmachgefäß. Na Mensch. Da hätten wir uns 600 erspart. Fürs Tier gibt's dann bestimmt eine Käsepresse. Ja. Und fürs Handwerker gibt's dann wahrscheinlich das Fass. Wir brauchen Gelee, wir brauchen Honig, genau. Gelee habe ich schon in der Kiste drinstehen. Ja, hätte ich mitnehmen können. Aber Honig ja. Noch nicht. Genau, Käse kriege ich halt auch noch hin, die beiden Sachen dann. Aber dann müssen wir halt eins noch finden. Eins brauchen wir noch irgendwoher. Was hast du jetzt geupgradet? Den Hühnerstall oder den großen? Den großen Stall erstmal, das teure. Okay. Das, kannst du noch was upgraden? Ich glaube nicht. Ich würde es nicht vermuten. Robin kann sich ja nicht zweiteilen. Ich meine, jetzt ist schon der 14. Wenn es jetzt noch nicht der 14. wäre, dann würde ich sagen, okay, ich packe jetzt einfach nicht noch ein zweites Mal Kürbisse, sondern einfach komplett, Preiselbeeren, Cranberries. Aber ehe die gewachsen sind. Eben, die brauchen jetzt halt 7 Tage und dann tragen sie erst. Aber sie sind halt eigentlich das Effektivste im Herbst. Ja, aber nächstes Jahr können wir uns quasi ja die ganze Vielfalt in den Hintern schieben und sagen, jo, wir machen das. Na, ich finde, wir sollten dann ein Feld machen, was so richtig schön aussieht mit Vielfalt. So ein kleines mit so, also weißt du, dass wir da nur diese 9er-Feld-Dinger haben. Und dann ein Riesenfeld. Also so, weiß nicht, direkt vorm Haus oder so machen wir ein schönes Feld und dann da unten links machen wir dann ein großes Feld mit Iridium-Sprinklern oder so. Ja, Iridium-Sprinkler wird nächstes Jahr vielleicht noch nicht so. Ich glaube, das kriegen wir erst im dritten Jahr hin. Das denkst du. Ja, ich weiß. Ja, das denke ich. Das habe ich gerade gesagt. Ja. Einfach, weil ich jetzt so viel davon habe. Wie viel haben wir noch? 5? Oh. 52. So, wenn ich das jetzt dahin habe, das heißt, ich habe sehr viel. Okay, dann 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sind 14, sind 21. 28, 35, 42. Ich hätte meine Hacke mal aufbessern sollen. Komm schon. Ja? Ich will dieses Level 42, 10 haben auf Fishing. 49. Und dann habe ich halt 2 noch übrig, das ist in Ordnung. Ich pflanze jetzt einfach mal nochmal knapp 50 mehr, weil ich hatte zu viel Seeds gekauft, weil ich eigentlich noch welche von dem ersten Kauf hatte. Das heißt, wir werden jetzt sehr viel Kürbisse mehr bekommen. Naja. Solange die noch reif werden, ja, diesen Monat. Ja.
Zweimal Kürbisse kann man machen. So, letzter Fisch. Das ist bei dir eine richtige Actionfolge gewesen. Ja. Bei mir sind immer Actionfolgen. Bei mir sind immer Angelfolgen. Also, wenn ich aufnehme. Ich weiß, Wood. Und die werde ich dann übrigens auch, wenn sie reif sind, noch nicht gleich ernten, sondern bis zum letzten Tag stehen lassen. Die sollten am 27. reif sein. Die lasse ich aber bis zum letzten Tag, weil sie dann die Chance haben, noch groß zu werden. Ja, mach das. Ist das richtig? Das wird nicht viel vom Angeln bringen an Geld. Okay. So, Stell das jetzt den Bäumen dazu irgendwo. Siehst du das? Ja. Was? Na, das da. Okay. Ja, sehe ich. Ja, sehe ich. Hattest du die Mayonnaise schon verkauft? Ja. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ja. Ja. Lass mich raten, Meerrettich ist auch. Ein Fettblast. Ich wollte gerade sagen, Meerrettich auch, ne? So. So. Suddenly we have money. Und Hofarbeit. Yes! Hofarbeit Stufe 9. Ich kann Iridium-Sprinkler bauen, Qualitätsdünger machen und Saatguterzeuger bauen. Das ist sehr gut. Und ich habe Fishing Stufe 10. Lure Master. Das war richtig erfolgreich heute. Brauch nicht mehr angeln. Ich will nicht mehr angeln. Sandy hat Geburtstag. Das interessiert uns zwar nicht, weil wer zur Hölle ist Sandy, aber... So, die Sache ist jetzt die, ich werde jetzt die Crab-Pots hier leer machen und nicht befüllen. Und dann werden wir beim nächsten Tag mal gucken. Ach, das nächste Aufnahme wieder, ne? Nächste Folge. Dann werden wir mal gucken, ob das funktioniert hier. Ja. Warte mal, ich werde mal einen rausnehmen. Und zwar den hier. Oh mein. Hä? Mein Inventar ist überhaupt nicht voll. Kannst du die vielleicht nicht rausnehmen, wenn ich die gesetzt habe? Ah, deswegen. Okay. Ich kann sie nicht rausnehmen. Nimm mal bitte einen raus und gib ihn mir. Ja. Bitteschön. Ich schenke dir eine Krabbenreuse. Ja, ich will Krabbenreuse. So. Deswegen, die anderen sehen bei mir nämlich auch gebaitet aus, aber immer. Schwarz. Das heißt, ich kann sie nicht rausnehmen, wenn sie dir gehören. Okay. Dann haben die quasi einen Besitzer, dann wird aber nicht beides kombiniert gehen. Ja. Schade. Aber egal. Das ist trotzdem so ganz gut, weil wir kriegen dann den Beifang, das ist ja auch nicht so schlecht. So, die lasse ich da, damit die alle mal gleich sind. Du wolltest... Cool, ja, geht's gut. Sterntautaler Volksfest. Ist heute? Heute oder morgen? Ich glaube heute. Das ist Montag? Montag. Warte mal, ich guck mal schnell nach. Nee, morgen ist das. Okay. Wir haben noch jetzt, komm, wir werden nochmal einen gekriegt. Ich habe vergessen, ich hätte den goldenen Kürbis behalten sollen. Warum? Weil der sehr hohe Punkte kriegt. Haben wir eigentlich jeder unseren eigenen Stand oder haben wir nur einen Stand? Ich glaube, wir haben nur einen Stand. Na Mensch. So, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Du könntest gießen. Ich könnte Geld ausgeben gehen und was zum. Geld ausgeben gehen ist gut, warte mal. Ich will meine Gießkanne verbessern. Ich will meine Gießkanne verbessern, aber das kann ich heute noch nicht machen.
werde meine Spitzhacke verbessern. Auf Gold? Ja. Auf Silber. Auf Silber. Ich will meine, also auf Eisen. Ja. Ja. Ja, ich will meine nämlich auch verbessern. Auf Gold. Problem ist, ich muss erstmal Eisen machen. Ich gieße und dann komme ich mit dir mit. Na, wir haben keins. Ich will erstmal zwei Folien. Nö, du musst nur dein Eisen machen. Ich mach. Hast du schon fünf Gold? Nee, ich mach Gold. Also Gold haben wir da. Gold ich kann dir übrigens auch aus Gold Eisen machen, wenn du das willst. Ja, nee, brauch ich nicht. Ein Gold sind drei Eisen. Geht schon. Geht schon. Ich schaff das schon rechtzeitig. Ich kann mir die Linien fahren. Ja. So. Warum rennst du hier rum mit Eisenerz? Oi. Mal wieder kein Wasser. Du kannst die unterste. Nee, brauchst du gar nicht mehr. Dann. Den Rest kann ich mit meiner Kanne machen. Ich sage nein. Der macht trotzdem. Du, das ist Wasserverschwendung. Unendliche Wasserquelle und so. Und Energieverschwendung. Das ist es, ja. Oh, ich habe gerade gedacht, warum wage ich so komisch rum hier, aber das ist ja dein Bildschirm gewesen, deine Figur gewesen und ich meine. Ja, ich bagge. Nee, du bist gar nicht gebuggt, sondern ich dachte, der Bildschirm bewegt sich auch komisch, weil ich halt auf deine Figur geachtet habe. So, ich bring mal meine Hacke weg, meine Spitzhacke. Mach das. Wolltest du nicht deine Gießkanne machen? Soll ich deine Gießkanne machen? Nee, nee, ich brauch die Gießkanne halt. Das ist das Problem. Ja, meine ist halt noch auf erster Stufe. Deswegen, eigentlich wäre es schlau, deine Gießkanne mal zu erweitern. Aber na gut. Danke, ich fange damit so weit wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Weil mit zwei Standard-Gießkannen, die wir ja hätten, brauchen wir Ewigkeiten. Na, hast du noch Standard-Gießkanne? Nein. Du hast ja, aber wir haben noch Sassis. Die war doch auch mal hier. Das ist doch das zweite Häusel. Hä? Was denn? Ich hab grad eine Kupferspitzhacke von ihm gekriegt. Ich bin die ganze Zeit mit. Oh, ich bin mit Sassis Kupferspitzhacke rumgerannt. Ich hab grad von dem meine Kupferspitzhacke zurückgekriegt. Jetzt hab ich zwei Kupferspitzhacke mit Hütter. Jetzt mal ich gerade verwirrt. Was wollte ich gerade tun? Ich wollte gucken. Du wolltest eine Käsepresse haben und für eine Käsepresse brauchen wir Holz, Stein, Hartholz und Kupferbarren. Holz, Hartholz, Steine und Kupferbarren. So, eine Käsepresse. Kohle und. Kohle und Goldbarren. Und dann möchte ich bitte drei davon haben. Und dann. Wow. Was denn? Ich habe Sassi jetzt meine Kupfer-Gießkanne reingepackt. Kupfer-Spitze. Wo hast du dir die reingepackt? Vor deinem Haus in die Kiste. Ich glaube nicht, dass sie. Doch, du kannst in ihr Haus reingehen und hinten an den Drawer gehen. Aber ich werde jetzt erstmal die Kupferspitzhacke behalten, bis ich meine wieder habe. Falls ich irgendwas zerhacken muss. Zerhackstückeln. So, ich habe da oben jetzt eine Käsepresse hingestellt. Vor Sassis Haus. Kannst du auch mitnehmen von mir aus. Und ich habe drei Saatgutmaschinen. Die kannst du da hinstellen. Ich finde es nervig, dass hier oben nicht zwei Felder frei sind oberhalb des Hauses. Warum? Du hättest sie auch dahin bauen können oder so. Hier finde ich sie doof irgendwie. Ja,
Wir werden später, wir können später hier unten eine Verarbeitungsmaschinerie aufbauen oder so, keine Ahnung. Ich fälle heute ein bisschen Holz. Dann stelle ich sie hier hin. Hä? Hä? Was denn? Achso. Lol. Was denn? Ich habe gerade die Kiste leer gemacht, weil ich sie umstellen wollte. Und hab dann auf, ich nehme die Kiste gestellt und wollte sie mit der Hand abbauen. Auf einmal kniet er sich hin und zieht mit den Händen an irgendwas dran. Es kommt so ein komisches Geräusch. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ich hatte die Milcheimer. Nicht alles wegmachen. Immer dazwischen Sachen da übrig lassen, damit sie wachsen können. Du erntest das viel zu doll ab. Nee, eben nicht. Hast du dein Foraging-Ding? Nee, erst auf Stufe 8, das ist ja das Problem. So, deswegen, dann hau die Bäume gerade. Ich liebe Foraging auf 10. Es ist nicht so, als ob wir zu wenig Grad hätten. Also. Na, noch nicht. Ja, das ist die Macht des Servers. Ja, das ist voll witzig. Siehst du, bloß gut habe ich die Kupferspitzhacke von Sassi. Es tut richtig weh, dir zuzugucken beim beim Heumachen. Ja. Du bist langsam erschöpft. Wie erschöpft bin ich denn? 10, okay. Kann dir doch eine Mayonnaise anbieten. Ich nehme die Mayonnaise an. Ich kann jetzt nicht mehr rennen. Da ist die Mayonnaise. Das bringt nichts, das erhöht. Das, gibt mir zwar wieder Energie, aber dann kann ich trotzdem nicht rennen, weil der Erschöpfungsstatus, glaube ich, nicht davon weggeht. Da verkaufe ich doch lieber die Mayonnaise oder so. Da verkauf sie halt. Da ist übrigens eine Cranberry noch reif. Ja, die will ich jetzt stehen lassen, damit sie synchronisiert ist mit den anderen. Das nervt mich. Ich weiß, es gibt mir im Monatsding wahrscheinlich eine Cranberry weniger. Aber das ist mir wert. Und ich habe hier nichts hingepackt, was wir anpflanzen könnten. Oh. Oh oh. Oh je. So. Was können wir denn da machen? Ich bin mega langsam. Na. Und er läuft zum Bett. Ja, so ungefähr. Ich bin dann so gegen 24 Uhr auch im Bett. So, schauen wir mal. Ach, Chat. Ach. Was denn? Du strichst doch nur absichtlich die Folge nie länger. Tatsächlich, nein. Aber ich brauche gerade noch mehr Seeds, damit ich da das Feld nicht sinnloserweise laufen lasse. Deswegen muss ich kurz zum Seedmaker. Und deswegen warten wir jetzt hier am Seedmaker. Ich sehe übrigens sehr müde aus. Sehr fertig. Aber es sind genau 8 Weizensaaten geworden. So. Was witzig ist, weil ich dachte, naja, jetzt wird er bestimmt 9 draus machen. Aber nein. Ich hatte voll wenig Glück damit. Hey, Ancient Seeds. Ancient Seeds brauche ich jetzt auch gerade nicht. Ich bin erschöpft. So, gehen wir mal schlafen. Wie viele Ancient Seeds haben wir eigentlich? Moment, das ist schon wieder der zweite Tag gewesen? Ja. Ja. Krass, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Wir haben eine Pflanze da und wir haben Ancient Fruits da. Das können wir morgen mal gucken. In der nächsten Folge, Leute, werden wir uns angucken, wie viele Ancient Fruits wir eigentlich haben.
Und wie viele Ancient Seeds wir daraus bekommen können, damit der Vardruk seine Ancient Seed Wine, Ancient Fruit Wine Dinger bekommt, die nicht so wertvoll sind wie die Starfruit Wines, aber egal. Ja, aber sie Bis machen dahin weniger und Arbeit. tschö.